Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zum letzten BAI-Webinar, bevor die Friseure wieder öffnen. Deswegen müssen Sie mich heute einmal noch hier so ertragen. Das wird sich bald wieder ändern. Jedenfalls heute haben wir wieder einmal ein spannendes Webinar, was wir Ihnen präsentieren dürfen. Fund Secondaries in Corona-Zeit, Marktzugang, Liquiditätsoptionen und andere aktuelle Trends. Das Thema Secondaries ist, ich würde mal sagen, in aller Munde. Wir haben im letzten Jahr ja unseren Investor Survey gemacht, den wir im Dezember veröffentlicht haben. Und ich hoffe, Sie haben da auch reingeschaut. Jeweils darf ich jetzt hier dem Webinar zwei Folien voranstellen, die ganz spannend sind und die wir auch gleich noch ein bisschen intensiver diskutieren können. Wir haben im Rahmen des Investor Surveys eben abgefragt, eben auch, wie sieht es aus mit alternativen Dealstrukturen, neuen Zugangswegen, die von Investoren gewählt werden. Und immerhin 38% der Teilnehmer, wir hatten insgesamt 80 Teilnehmer, die 1,3 Billionen Assets under Management verwalten, also absolut repräsentativ unsere Umfrage. Und wie gesagt, 38%, die eben in Secondaries investieren. Sie sehen hier auch schon ein bisschen, das ist natürlich noch im unteren Bereich, ein Teil eben, die dann eine Allokation von rund 1% haben, dann der größte Teil, die dann so bei zwischen 1 und 3% liegen. Es gibt aber auch welche, die sind dann durchaus im zweistelligen Bereich. Und das zeigt das Thema Secondaries neben Co-Investments, die ja auch mit eingetragen sind, bekommen zunehmend Aufmerksamkeit der institutionellen Investoren in Deutschland. Entschuldigung, das war eine zu weit. Es ist aber nicht so trivial, natürlich den Zugang zu Secondaries zu erhalten, wie man das vielleicht gerne hätte. Wir haben hier auf der rechten Seite zu sehen auch natürlich gefragt, was ja behindert oder was erschwert derzeit denn auch noch Investments in Secondaries. Und ja, Sie sehen es ganz unten, insufficient in-house staff capacity, insufficient in-house know-how. Das sind schon ja zum Teil 30 und deutlich über 20%, die eben das nannten, auch dass zum Teil eben die Anlagebestimmungen auch gar keine Secondaries bislang vorsehen und. Und gerade deswegen widmen wir nicht nur den Themenschwerpunkt im nächsten Monat, sondern auch den aktuellen BAI-Newsletter, den wir vor kurzem versendet haben, dem Thema, unter anderem dem Thema Secondaries, um dieses Thema eben näher auch an die Investoren heranzutragen, das auch in der Branche eben mit guten Fachartikeln, die Sie da bei uns im Newsletter finden, aber auch auf der Homepage rund um dieses Thema zu platzieren. Und wir wollen eben, wie ich jetzt auch gerade heute durch das Webinar, eben, ich sag mal, die Education bringen, die eben dazu führt, dass eben auch das Know-how bei Investoren eben gestärkt wird. Und insofern freue ich mich, dass wir da eben zwei namhafte und wichtige Player aus dem Markt für das heutige Webinar gewinnen konnten. Das ist zum einen Adrian, zum anderen Pöllert, und die beiden Referenten, die ich hier kurz vorstellen darf, ist zum einen der Herr Häusler, Managing Director im Frankfurter Büro von Adrian und eben im Bereich Secondaries sehr erfahren. Sie finden die ganzen Kontaktdaten gleich auch noch. Zum anderen eben von Pöllert, der Tarek Madini, Rechtsanwalt und Partner im Bereich Private Funds bei Pöllert. Die beiden
haben schon mitgeteilt, dass die Präsentation verfügbar ist, die sie gleich halten werden. Das heißt, sie finden sie im Anschluss auch bei uns auf der Homepage. Und bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Webinar starten, haben wir noch drei kurze Vorfragen, die wir Ihnen stellen wollen, um einfach auch noch mal ein bisschen so Ihr Know-how und Ihre Expertise eben im Bereich Secondaries abzufragen. Das hilft den beiden Referenten, um da auch noch mal vielleicht eben dann das ein bisschen thematisch zu stellen. Ja, gut, bevor wir kurzer Einschub noch, schon für Ihre Notizen, der 16. März, ein weiteres Webinar rund um das Thema BMF-Schreiben zum Investmentsteuergesetz, was kürzlich veröffentlicht wurde. Und nun kommen wir kurz zu den drei Fragen, die wir Ihnen stellen möchten. Und dann geht's auch los. So. Frage 1, wie vertraut sind Sie mit Fund Secondaries? Gehören Sie zu den 38% gemäß unserer Umfrage, die eben entsprechend schon investiert sind? Bitte um kurze, schnelle Abstimmung. Okay, dann schließe ich, ja? Ja, gerne. Mach dann direkt die Frage 2. Auch das ist natürlich interessant zu wissen. Wie setzt sich der heutige Teilnehmerkreis zusammen? So, kannst du gerne auch schon schließen. Auch. Und dann machen wir noch die dritte. So. So. Und ja, da das Thema jetzt auch regelmäßig in Publikationen in einschlägiger Wirtschafts- und Finanzpresse zu sehen ist, interessiert uns natürlich auch, wie sehen Ihre Planungen für 2021 im Bezug auf Secondaries aus? Und so viel eben zur Einleitung, und dann freue ich mich jetzt an die beiden Referenten übergeben zu dürfen. Herr Häusler, Sie beginnen, und ich freue mich sehr auf Ihre Ausführungen. Ja, hallo. Vielen Dank, Herr Dornseifer. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr über die, wie ich gehört habe, sehr zahlreiche Teilnahme am heutigen Webinar und Ihr reges Interesse am Thema Secondaries. So, meine heutige Präsentation wird im Wesentlichen zwei Teile umfassen. Im ersten Teil möchte ich ein bisschen eingehen auf die allgemeinen Entwicklungen im Secondary-Markt, insbesondere unsere Beobachtungen im abgelaufenen Jahr, das ja in vielerlei Hinsicht ein sehr besonderes Jahr war. Und dann im zweiten Teil möchte ich den Fokus legen nochmal auf einige spezielle Secondary-Strategien oder Transaktionsarten und welche Auswirkungen wir dort gesehen haben, zum Beispiel im Hinblick auf Dealflow und auf das Risikoprofil. Bevor ich gleich in die Präsentation einsteige, erlauben Sie mir bitte einführend noch ein paar Worte zu Ardian zu sagen, für diejenigen, die das Unternehmen noch nicht kennen. Ardian wurde vor über 20 Jahren als eine Tochter der AXA-Versicherung gegründet. Seit 2013 befindet sich das Unternehmen mehrheitlich im Besitz der Mitarbeiter und des Managements, wurde in dem Zusammenhang auch umbenannt eben in Ardian. Wir verwalten aktuell 110 Milliarden US-Dollar an Assets under Management
sind damit einer der größten Akteure im Bereich der alternativen Investments mit europäischen Wurzeln. Unser Fokus ist ausschließlich auf den Bereich Private Markets. Das heißt, unsere Produkte, wie man hier auf der linken Seite sehen kann, decken die Asset-Klassen Private Equity, Infrastruktur, Private Debt und Real Estate ab. Wobei wir insbesondere bei Private Equity und Infrastruktur sowohl als Dachfondsakteur oder Dachfondsinvestor aktiv sind, als auch als Direktinvestor. Heute geht es um die Dachfonds, innerhalb der Dachfonds insbesondere um die Secondaries. Im Bereich Secondaries haben wir einen erst 20-jährigen Track Record und sind auch hier einer der größten Investoren weltweit. So, damit möchte ich es zum Thema Ardian belassen und würde dann einsteigen in den Marktüberblick. Die Darstellung hier zeigt die dynamische Entwicklung des Secondary-Markts über die letzten 20 Jahre hin von einer relativ kleinen Nische hin zu einer etablierten Asset-Klasse mit aktuell über 80 Milliarden US-Dollar an Transaktionsvolumen pro Jahr. Wir haben das hier schematisch mal so ein bisschen in drei Phasen eingeteilt. Also die erste Phase, die wir als Etablierung bezeichnen. Hier war der Sekundärmarkt tatsächlich noch eine Nische und zum Beispiel die Lösung für einige der Venture-Fonds, die dann im Zuge der Dotcom-Krise etwas länger gebraucht haben, vielleicht um ihre Portfolien zu veräußern. Wir hatten dann die zweite Phase, die geprägt war, insbesondere von den Finanzinstituten, von Banken, die im Zuge der Finanzkrise Auflagen bekommen haben, ihr Eigenkapital zu stärken, sich von Geschäftsbereichen zu trennen, die nicht zum Kerngeschäft gehören, was für sehr starken Dealflow gesorgt hat. Und aktuell befinden wir uns eben sozusagen in der dritten Phase. Diese ist geprägt durch als strategische Verkäufer bezeichnen. Das heißt, hier besteht kein Druck zu verkaufen aus Gründen der Liquidität oder aus regulatorischer Sicht, sondern hier steht tatsächlich das aktive oder proaktive strategische Management des eigenen Portfolios und das proaktive Umschichten des Portfolios im Vordergrund. Das heißt, es ist durchaus eine zunehmende Professionalisierung im Secondary-Markt, aber auf der Verkäuferseite, und das hat eben zu dem sehr starken Wachstum geführt, was wir in den letzten 10 Jahren gesehen haben, und wir sehen auch keinerlei Anzeichen, dass sich das in Zukunft abschwächen wird. Was auch ganz interessant zu sehen ist, dass wirtschaftliche Krisen in der Vergangenheit häufig ein gewisser Katalysator für den Sekundärmarkt waren. Sowohl nach der Dotcom-Krise als auch nach der Finanzkrise haben wir durchaus eine Beschleunigung der Secondary-Aktivität gesehen, und es bleibt abzuwarten, ob die aktuelle Covid-Krise einen ähnlichen Effekt hat. Der akute Effekt ist, dass wir zunächst mal einen Rückgang der Transaktionsvolumen gesehen haben im Jahr 2020, wie man hier sehen kann. Die nächste Darstellung zeigt die Fundraising-Volumen im Primärmarkt. Das heißt, bekanntermaßen sind ja über die letzten Jahre doch erhebliche Mittel in die Illiquiden geflossen. Zum Beispiel die aggregierten Fundraising-Volumen der letzten 5 Jahre waren doppelt so hoch wie die der 5 Jahre zuvor. Und das ist gewissermaßen der Secondary Dealflow von morgen. Also aufgrund der Erfahrung aus der Vergangenheit wissen wir einfach, dass ein gewisser Prozentsatz dieser Assets früher oder später auf dem Sekundärmarkt verkauft wird. Aufgrund der Professionalisierung, die ich eben erwähnte, ist dieser Prozentsatz tendenziell auch durchaus steigend. Und deswegen ist heute bereits sehr klar absehbar, dass, auch wenn wir jetzt in 2020 einen kleinen Dip gesehen haben, langfristig der Secondary-Markt weiter wachsen wird. Hier legen wir den Fokus nochmal etwas stärker auf das abgelaufene Jahr 2020. Ich habe es bereits angesprochen, je nach Quelle sind die Transaktionsvolumen im letzten Jahr 20-30% gesunken. Was aber interessant ist, wenn man genauer hinschaut, ist eben die Aufteilung auf das erste und auf das zweite Halbjahr. Also man sieht, dass insbesondere das erste Halbjahr und hier, wenn man es weiter runterbrechen würde, insbesondere das zweite Quartal sehr stark betroffen war, also mit dem Auftreten von Covid und der damit verbundenen Unsicherheit.
hinsichtlich der Stabilität der Portfolien, hinsichtlich der Entwicklung der Fondsbewertungen. Sind einige Secondary-Transaktionen unterbrochen worden, geplante Transaktionen sind verschoben worden. Aber man hat dann im Sommer letzten Jahres relativ schnell gesehen, dass die Portfolien tendenziell doch stabiler sind als zunächst angenommen. Man hat gesehen, dass die Fondsbewertungen sich auch relativ schnell wieder erholt haben. Und das hat dann eben auch wieder zu einem Anstieg des Secondary Deal Flows geführt im letzten Jahr. Und wenn man sich anschaut, das zweite Halbjahr, da liegen wir uns durchaus im langfristigen Trend. Das zweite, was aufgefallen ist im letzten Jahr, ist der sehr starke Anteil an GP-Led-Transaktionen, an den Gesamttransaktionsvolumen. Da werde ich dann im zweiten Teil der Präsentation nochmal etwas detaillierter einsteigen. Was haben wir sonst beobachtet am Markt? Die vielleicht erwartete große Welle an Distressed-Verkäufern ist ausgeblieben. Ich denke, dazu war die Erholung an den Märkten einfach zu schnell. Insbesondere die schnelle Erholung an den Aktienmärkten hat auch dazu geführt, dass das, was häufig als Denominatoreffekt beschrieben wird, so eigentlich nie zum Tragen kam. Das heißt, insgesamt der überwiegende Grund für Investoren auf dem Sekundärmarkt als Verkäufer aktiv zu werden, war nach wie vor strategische Gründe und das beschriebene aktive Portfolio-Management. Nächste Slide ist so ein bisschen zu sehen unter dem Stichwort Flight to Quality. Wir haben gesehen, was wir auch in früheren Krisen gesehen haben, nämlich dass die Secondary-Käufer aufgrund der allgemeinen Unsicherheit versucht haben, die assetseitigen Risiken möglichst zu reduzieren. Das heißt, es gab einen starken Fokus auf die vermeintliche stabilere Assetklasse Buyout in der vermeintlich weniger riskanten Geografien oder Regionen Nordamerika und Europa. Aber das sind natürlich grundsätzlich auch in einem normalen Jahr die volumensstärksten Segmente im Secondary-Markt, aber es war schon nochmal ein spürbarer Anstieg jetzt zum Beispiel auch im Vergleich zum Vorjahr. Und auch bei der Portfolio-Zusammensetzung konnten wir beobachten, dass im letzten Jahr die Nachfrage nach jüngeren Fonds, nach jüngeren Vintages, jetzt im Vergleich zu 2019 zum Beispiel deutlich höher war. Die Vintages 2013 und später machen über 80% der Transaktionsvolumen aus. Die Vintages nach 2015 immer noch mehr als 40%. Wir haben natürlich auch gesehen, dass das Preisniveau für alle Fonds im ersten Halbjahr etwas gesunken ist, aber auch hier haben wir gesehen, dass die jüngeren Fonds tendenziell stabiler waren, sowohl im Pricing, aber auch was die Bewertung angeht. Das heißt, der Dip, den wir gesehen haben in der Bewertung, überwiegend im ersten Quartal, war für diese Fonds etwas geringer. Und hier auch wieder ist das Stichwort Flight to Quality. Jüngere Fonds haben tendenziell noch etwas mehr Dry Powder, das dann auch quasi in der Marktphase nach Covid zu vermeintlich besseren Konditionen angelegt werden kann. Jüngere Fonds haben die nötigen Reserven, um Unternehmen zu unterstützen, wo es erforderlich ist. Und auch die Unternehmen sind tendenziell jünger. Das heißt, vom Lebenszyklus her mehr Zeit, die temporäre Underperformance bedingt durch Covid oder durch Verzögerungen im Businessplan dann im weiteren Verlauf aufzuholen. Hier zeigen wir nochmal, dass auch wenig überraschend Fonds, die nach einer Krise aufgelegt und investiert wurden, in der Regel besonders gute Renditen erwirtschaftet haben. Das trifft für Private Equity Fonds grundsätzlich zu, aber eben auch ganz besonders für die Secondary Fonds. Und deswegen blicken wir recht optimistisch in die Zukunft und glauben, das ist eine ganz gute
Opportunität vor uns liegt, auch wenn man sagen muss, wie erwähnt, dass die Erholung an den Märkten dieses Mal natürlich relativ schnell verlaufen ist und sagen wir, die Bewertungen im Prinzip wieder auf dem Niveau von 2019 liegen, in manchen Bereichen sogar darüber. Das heißt, zusammenfassend lässt sich nochmal sagen, die Transaktionsvolumen 2020 sind etwas gesunken, hauptsächlich im ersten Halbjahr, im zweiten Halbjahr haben wir durchaus wieder einen deutlichen Anstieg gesehen. Große Welle an Distress-Verkäufern konnten wir im Markt nicht beobachten. Das heißt, das überwiegende Verkaufsmotiv war nach wie vor strategisch motivierte Portfolio-Management. Wie in vergangenen Krisen haben wir einen noch stärkeren Fokus auf die Qualität der Assets gesehen, also Qualität hinsichtlich der Zielfondsmanager, hinsichtlich der Sektoren, der Vintage-Jahre, der Regionen etc. Die Discounts sind temporär etwas gestiegen bei relativ geringen Transaktionsvolumen, haben im zweiten Halbjahr aber bereits wieder angezogen. Und sagen wir, die Unsicherheit im Markt hat grundsätzlich zu höheren Risikoabschlägen oder Risikopuffern geführt, die aber dann teilweise wieder durch kreative Strukturierung abgefedert werden konnten. So haben wir gesehen, grundsätzlich eine höhere Akzeptanz für zum Beispiel Deferred Payments oder für Preferred Equity Strukturen, die quasi den Secondary Käufern nochmal eine zusätzliche Downside Protection geben und so eben dabei helfen, die unterschiedlichen Kaufpreiserwartungen von Verkäufern und Käufern auf der anderen Seite zu überbrücken. So, nach diesen sagen wir, grundsätzlichen Beobachtungen zu den Entwicklungen im Secondary-Markt widmet sich eben der zweite Teil der Präsentation etwas stärker, sagen wir, den einzelnen Segmenten des Secondary-Markts und welche Trends wir hier gesehen haben. Sagen wir, man spricht ja häufig vom Secondary-Markt ganz allgemein. Aber wir können schon eine deutliche Professionalisierung, auch Segmentierung im Markt beobachten. Also die unterschiedlichen Transaktionstypen haben teilweise ganz andere Profile, auch andere Herausforderungen. Und sie unterscheiden sich eben wie hier etwas schematisch aufgezeigt hinsichtlich des Wettbewerbsniveaus und hinsichtlich der Komplexität. Wir haben hier zum einen natürlich die klassischen Fondsportfolien. Hier ist es so, dass je mehr Fonds ein Portfolio umfasst, desto schwieriger wird die Bewertung, desto schwieriger wird auch der Transfer eines solchen Portfolios und desto eher kommen erfahrene, spezialisierte Secondary-Akteure zum Zug. Neben den Fondsportfolien gibt es die sogenannten GP-Leads. Hier geht die Initiative zur Transaktion nicht von einem einzelnen Verkäufer aus, sondern es ist der GP selbst, der diese Transaktion initiiert. Diese Transaktionen sind tendenziell etwas komplexer, was die Struktur anbelangt. Wir sind in der Regel relativ konzentriert auf einige wenige Assets, teilweise nur ein Asset, was auch zur Komplexität beiträgt. Zudem ist die Gemengelage, was die verschiedenen involvierten Parteien und Interessen angeht, teilweise etwas schwerer zu managen. Das heißt auch hier ganz klar ein Spielfeld für Secondary-Spezialisten. Wir haben auf der rechten Seite die eine oder andere Nischenstrategie, die sich mehr und mehr etabliert. Hier zu erwähnen sind zum Beispiel die Early Secondaries. Hier geht es um den Aufkauf von jüngeren Fonds. Oder zu erwähnen auch zum Beispiel die Infrastruktur Secondaries, wo wir mehr und mehr Aktivität sehen. Aber die Transaktionen von der Transaktionsart unterscheiden sich natürlich nicht wesentlich von den Private Equity Secondaries. Hier geht es eher um das Underlying.
Interessanter aus unserer Sicht ist aber, dass es in diesen Nischenstrategien vergleichsweise natürlich noch weniger spezialisierte Akteure gibt, was die Wettbewerbssituation häufig etwas entspannter macht. Und dann haben wir oben rechts, das wir als große und komplexe Transaktionen bezeichnen. Hier geht es häufig um Fondsportfolien, die aber eben aufgrund ihrer Größe, aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios, aufgrund der Anzahl der Zielfonds, die hier transferiert werden sollen, komplex sind. Oft gilt es, zusätzliche Elemente zu adressieren, wie zum Beispiel einen Team-Spin-Out, eine aufwendigere Syndizierung, oft eine sehr ambitionierte Zeitschiene. Das sind alles Elemente, die quasi Komplexität generieren. Und das sind Situationen, die wir zum Beispiel sehr mögen. Also diese großen und komplexen Transaktionen, das ist wirklich der Sweet Spot von Ardian, wo quasi neben dem eigentlichen Kapitalbedarf andere Probleme gelöst werden müssen, was es uns dann eben erlaubt, uns auch zu differenzieren. Und auf einige dieser Transaktionstypen möchte ich im Folgenden nochmal etwas näher eingehen. Ich würde gerne starten mit den GP-Leds. Wir haben ja gesehen, eben, dass das ein Marktsegment ist, was sehr stark wächst, sehr stark Marktanteile gewinnt, also im gesamten Sekundärmarkt. Sagen wir, historisch, wenn man das betrachtet, sagen wir, da waren GP-Leds häufig Fondsrestrukturierungen oder es ging darum, Exits zu finden für ältere Assets und Portfolien, die vielleicht auf natürlichem Wege etwas schwieriger zu veräußern waren. Entsprechend hatte der Sekundärmarkt für viele GPs vielleicht auch etwas ein Stigma. Heutzutage ist es ganz anders. Heutzutage werden sehr viele GPs oder Zielfondsmanager auf dem Sekundärmarkt aktiv als Initiator von GP-Led-Transaktionen. Und wenn man sich umschaut, die meisten der Top-internationalen GPs, das Who is Who, haben bereits entsprechende Transaktionen initiiert. Und es geht auch nicht mehr vorwiegend darum, um Fondsrestrukturierungen, sondern es geht insbesondere darum, also um die Haltedauer für einzelne Assets, und das sind häufig so die sehr guten Assets in einem Portfolio zu optimieren und gleichzeitig eben eine Liquiditätsoption zu schaffen für die bestehenden Fondsinvestoren, die das möchten. Im Laufe der Zeit haben sich auch hier verschiedene Spielarten oder Transaktionsmuster oder Strukturen herausgebildet. Sieht man hier auf der rechten Seite zu erwähnen, sind hier zum Beispiel der Continuation Fund, Single Asset Continuation Fund, Strip Sales, Tender Offers, etc. Aber eben insgesamt, sagen wir, der Anteil der GP-Leds am gesamten Sekundärmarkt stark gewachsen und im letzten Jahr auf deutlich über 40% der gesamten Transaktionsvolumen. Was zeichnet, sagen wir, die GP-Leds aus? Ich habe gesagt, das ist das am stärksten wachsende Segment im Sekundärmarkt. Das heißt, aus Dealflow-Gesichtspunkt natürlich ein sehr spannendes Segment für Käufer wie uns. Ich hatte gesagt, die Transaktionen sind tendenziell eher komplexer. Das heißt, eher eine Spielwiese für die erfahrenen Secondary-Spezialisten, was grundsätzlich auch gut ist. Häufig ist es so, dass bei diesen GP-Leds auch gewisse Interessenskonstellationen gemanagt werden müssen. Insbesondere muss natürlich der GP als Initiator einer solchen Transaktion auch gegenüber seiner bestehenden Investoren belegen, dass der Kaufpreis ein fairer Marktpreis ist. Und dementsprechend diese GP-Led-Prozesse häufig sehr kompetitiv, professionell und transparent geführt, in der Regel durch spezialisierte Intermediäre. Risiken, was kann man in dem Zusammenhang erwähnen? Das Offensichtliche ist sicherlich das Konzentrationsrisiko. Also diese Transaktionen sind im Vergleich jetzt zu einer Portfolio oder zu einem Fondsportfolio
deutlich konzentrierter, in der Regel nur eine Handvoll Assets, teilweise nur ein Asset bei entsprechenden großen Transaktionsvolumen. Ich hatte so ein bisschen die Dynamik im Verkaufsprozess erwähnt, dementsprechend sicherlich auch hier eher schwierig, einen opportunistischen Schnapp zu machen, also tendenziell GP-Leds eher fully priced. Und on top kommt, sagen wir aus Käufersicht, zumindest bei gewissen Transaktionstypen ein gewisses Prozessrisiko. Das betrifft insbesondere die Tender-Offers, wo wir als Käufer ein Kaufangebot machen an alle Investoren eines Fonds. Das heißt, die Transaktionsvolumen, die wir hier unterschreiben müssen, tendenziell sind sehr groß. Und die Akzeptanzrate auf Seite der Investoren ist aber unbekannt. Das heißt, am Ende kann trotzdem eine sehr kleine Transaktion hier resultieren. Das heißt, wir haben relativ wenig Visibilität auf die tatsächliche Transaktionsgröße. Jetzt auf die Trends schauen. Ich glaube, die GP-Leds haben bereits in 2020 gezeigt, dass sie von der Covid-Pandemie unterm Strich eher profitiert haben. Das heißt, im Fokus stehen ja kleine Portfolien, Einzelassets. Wenn man sich die Transaktionen anschaut, die stattgefunden haben, in der Regel waren das Assets aus sehr Covid-resistenten Sektoren, also viel Aktivität gesehen im Bereich Technologie, Software, Healthcare. Sind qualitativ gute Unternehmen, die auch in der Krise weiter gewachsen sind. Und ich glaube, dass in dem Marktumfeld die Konzentration auch ein gewisser Vorteil sein kann, weil der Secondary-Käufer natürlich sehr selektiv entscheiden kann, welche Assets er in diesem Marktumfeld kaufen und besitzen möchte, jetzt im Vergleich zu einem diversifizierteren Fondsportfolio, wo es natürlich immer Gewinner und Verlierer im Portfolio geben wird. Ich meine, der Dealflow, wie gesagt, ist sehr stark gewesen. Wir gehen auch davon aus, dass der Dealflow in diesem Segment weiterhin sehr stark bleiben wird, teilweise durch Covid vielleicht auch eher beschleunigt wird. Sagen wir erstens so, dass durch Covid vielleicht die Haltedauer für einzelne Assets über die reguläre Fondslaufzeit hinaus verlängert wird oder verlängert werden muss. Sondern es kann sich durch Covid zusätzlicher Eigenkapitalbedarf ergeben, der vielleicht aus dem Fonds heraus nicht mehr gestemmt werden kann. Das kann sowohl defensiv sein, also weil Unternehmen nochmal zusätzliches Eigenkapital benötigen. Es kann aber auch offensiv sein, weil sich einfach weitere Zukaufsmöglichkeiten und Konsolidierungsmöglichkeiten im Markt bilden. Und zum Dritten ist es in so einem Marktumfeld natürlich für GPs auch sehr interessant, Assets weiterzuentwickeln, die man bereits sehr gut kennt und die Chancen, aber auch die Risiken sehr gut einschätzen kann oder vielleicht besser einschätzen kann als bei einem neu erworbenen Asset. Das zum Bereich der GP-Leds. Kurz eingehen möchte ich auch noch auf die sogenannten Tail-End-Transaktionen. Hierbei handelt es sich um ältere Portfolien. Das heißt, es sind oft Fonds, die sich dem Laufzeitende annähern. Das heißt, das verbleibende Upside dieser Portfolien ist oft entsprechend geringer und die Verkäufer sind zum einen an Gewinnmitnahmen interessiert und andererseits daran interessiert, ihr Portfolio etwas zu bereinigen. Weil, obwohl es sich um ältere Fonds handelt, oft dauert es eben noch, kann es noch Jahre dauern, bis sich diese Portfolien dann auf natürlichem Wege liquidiert sind. Wir haben gerade in den letzten Jahren recht viel Aktivität gesehen im Tail-End-Bereich. Tail-End-Portfolien sind häufig recht liquide, das heißt, aufgrund der Reife der Portfolien geht man davon aus, dass es relativ zügige Exits gibt, relativ zügige Rückflüsse. Entsprechend ist die Kapitalbindung oder die Kapitalbindungsdauer in der Regel etwas geringer, was eben tendenziell zu höheren IRRs führt bei etwas geringeren Multiples.
Ein wesentliches Risiko dieser TLN-Transaktion ist aber dann eben eine Verzögerung bei diesen erwarteten kurzfristigen Exits. Und sagen wir, das ist ein Effekt, den wir vermuten würden, dass wir den sehen bei einigen der TLN-Transaktionen der jüngeren Vergangenheit, wo einfach jetzt die Exits, die man eingeplant hatte für 2020, so nicht stattgefunden haben mit entsprechenden Auswirkungen auf die Renditen. Vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Bei Adyen, wir haben sind wir die letzten Jahre kaum TLN-Transaktionen gekauft. Von Covid natürlich genauso überrascht wie alle anderen, aber wir haben schon irgendwo eine Korrektur am Markt erwartet und waren die letzten Jahre eigentlich eher als Verkäufer von TLN-Transaktionen aktiv. Das heißt, wir haben den Markt genutzt, um auch aus unseren Secondary-Fonds heraus Liquidität für unsere Investoren zu generieren. Ich hatte die großen und komplexen Transaktionen angesprochen. Ich hatte auch angesprochen, woraus diese Komplexität resultieren kann. Grundsätzlich, wie gesagt, das ist Komplexität, die wir mögen, weil es uns in der Regel erlaubt, den Wettbewerb zu reduzieren und hier auch in einen engeren Dialog mit den Verkäufern einzusteigen, um dann die Risiko- und Renditeparameter einer Transaktion etwas aktiver zu gestalten. Entweder durch Cherry-Picking die Portfolio-Komposition zu unseren Gunsten zu verändern oder eben durch entsprechende Strukturierung. Und so lassen sich eben attraktive Renditen erwirtschaften bei häufig recht überschaubarem Risiko. Vielleicht um ein Beispiel zu geben, Ende 2019 haben wir die bislang größte Secondary-Transaktion abgeschlossen. Wir haben ein 5 Milliarden Portfolio gekauft, hat etwa 100 Fondsanteile und Co-Investments umfasst, also groß, komplex, wenige Käufer, die quasi eine Gesamtlösung anbieten können für so eine Transaktion und entsprechend konnten wir dann eben auch in den besagten Dialog eintreten. Wir hatten hier die Möglichkeit, Cherry-Picking zu betreiben, wir hatten die Möglichkeit, zu einem relativ attraktiven Discount zu kaufen und on top haben wir ein sehr attraktives Deferred Payment bekommen, das heißt, wir bezahlen den Kaufpreis über mehrere Jahre gestreckt. Wenn man sich die Trends anschaut, sagen wir mal, die großen, komplexen Fondsportfolien, davon haben wir weniger gesehen im abgelaufenen Jahr. Wie gesagt, die Verkäufer hier sind überwiegend strategisch motiviert und hatten jetzt keinen Druck zu veräußern und entsprechend wurden einige dieser Transaktionen tendenziell eher verschoben. Langfristig erwarten wir aber durchaus, dass sich der Trend fortsetzt. Gerade die großen professionellen Investoren werden auch in Zukunft ihre Portfolien sehr strategisch managen und wir gehen davon aus, dass insbesondere diese großen und komplexen Transaktionen auch ein Schwerpunkt unserer Aktivität bei Adyen bleiben werden. Hier noch zwei Worte zu den Nischenstrategien. Wie gesagt, wir unterscheiden nicht nur unterschiedliche Transaktionsarten, sondern zunehmend auch unterschiedliche Underlyings. Zu erwähnen sind hier zum Beispiel die Infrastruktur-Secondary-Fonds. Hier gesehen, dass natürlich die Volumen im Primärmarkt in der Anlageklasse Infrastruktur auch stark gewachsen sind über die letzten Jahre, dass dann entsprechend sich auch ein entsprechender Sekundärmarkt herausgebildet hat, sodass es sich zunehmend auch lohnt, spezialisierte Vehikel für Infrastruktur-Secondary-Fonds einzusammeln. Gleichzeitig, wie gesagt, sehen wir aktuell noch vergleichsweise, jetzt im Vergleich zu Private Equity, weniger spezialisierte Aufkäufer und sehen das als sehr attraktive Nische auch für die nächsten Jahre. Ein anderes Beispiel sind die Early Secondary Transaktionen. Wie gesagt, hier geht es dabei darum, jüngere Fonds und Portfolien zu erwerben. Und bei uns ist die Definition, das sind Portfolien, die zu weniger als 50% investiert sind. Und auch hier sagen wir, handelt es sich wieder um eine Nische, weil viele klassische Secondary-Käufer aufgrund ihrer Fondsstatuten eben Early Secondary Transaktionen nicht oder nur in begrenztem Umfang
tätigen können, sodass wir hier auch eine ganz, ganz attraktive Dynamik sehen. Und wie gesagt, die Early Secondaries im aktuellen Marktumfeld, hatte ich vorhin gesagt, auch besonders gefragt. Abschließend kann sagen, eben, wir haben eine weitere Professionalisierung im Markt gesehen, weitere Segmentierung. Wir bewerten das durchaus positiv. Einerseits gibt es uns die Möglichkeit, unsere Portfolien dynamischer selbst zu managen. Das heißt, je nachdem, in welcher Phase wir uns befinden mit unserem Secondary-Fonds, kann es durchaus Sinn machen, am Anfang eines Fonds eher große, diversifizierte Portfolien zu kaufen, eine Basis zu legen. Auch jüngere Vintages können in dem Fall Sinn machen für die langfristige Wertschöpfung, während in der späteren Phase es vielleicht mehr Sinn machen kann, Transaktionen zu erwerben mit einer kürzeren Kapitalbindung, Tail-End-Transaktionen oder einem diversifizierten Portfolio durch ausgewählte GP-Leads nochmal etwas Konzentration und Renditepotenzial beizumischen. Und auch die Segmentierung, also wir können eine stärkere Segmentierung im Markt beobachten. Das heißt, es gibt durchaus Marktteilnehmer, die sich eher auf den Bereich GP-Leads spezialisieren. Es gibt Marktteilnehmer, die eher die Fondsportfolien kaufen. Es gibt wiederum andere, die eher interessiert sind an Tail-End-Portfolien. Auch das ist was, was wir grundsätzlich positiv bewerten in einem an sich wachsenden Markt, weil es eben die Möglichkeit gibt, den Akteuren ihr Profil zu schärfen und sich zu differenzieren von anderen Marktteilnehmern. Und das ist auch was wir proaktiv treiben wollen. Ja, also wir sind zum Beispiel einer der Pioniere im Bereich der Secondaries grundsätzlich, aber haben auch einen der ersten Early Secondary Fonds geraced und zuletzt auch einer der First Mover im Bereich der Infrastruktur Secondaries. Das bringt mich zum Abschluss und Ausblick. Wie gesagt, wir haben im Covid zumindest volumenstechnisch einen kleinen Dip gesehen. Wir gehen aber davon aus, dass die langfristigen Wachstumstreiber im Sekundärmarkt unverändert stark sind und wir sehen eigentlich weiterhin eine sehr dynamische Entwicklung. Nicht nur was die Volumen angeht, sondern eben auch die Fähigkeit des Sekundärmarkts und der Akteure im Sekundärmarkt, immer wieder innovative Liquiditätslösungen hervorzubringen. Und ich glaube, das hat das vergangene Jahr sehr gut gezeigt. Das bringt mich zum Ende von meinem Teil. Ich würde dann übergeben an den Herrn Mardini. Und ich glaube, wir haben dann im Anschluss an den Vortrag von Herrn Mardini nochmal die Möglichkeit zu einer Q&A-Runde. So, also ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Tarek Mardini, ich bin Rechtsanwalt und Partner bei der Kanzlei Pöllert. Ich bin seit 2005 Anwalt, seit 2018 Partner, beschäftige mich mit Secondaries seit 2008, 2009 und bin ansonsten noch im Bereich Fondsinvestments durch Investoren beschäftigt oder auch beim Fundraising durch GPs, aber halt schon seit vielen Jahren auch im Bereich Secondaries. Die Kanzlei Pöllert, die kennen Sie wahrscheinlich schon. Viele von Ihnen, wir sind im Bereich Private Asset, Asset Management und Private Equity Fonds, wir sind Marktführer in Deutschland. Wir haben mit 45 Anwälten, davon 9 Partner, glaube ich, das größte Team, was sich ausschließlich mit Fonds beschäftigt. Und am Ende der Präsentation finden Sie sowohl zu mir als auch zur Kanzlei noch weitere Informationen. Ich werde heute Ihnen ein wirklich nur Überblick geben, sozusagen die Vogelperspektive auf rechtliche und steuerliche Aspekte sowie aktuelle Trends im Markt, aus dem Bereich Secondaries, was wir sehen im Markt. Und schau gerade mal, dass ich hier gucken muss. Vielleicht kann der Brooks noch helfen mit den Folien. Einfach. Schau gerade mal, dass hier, da sind die Pfeile. Wunderbar. Herzlichen Dank. So. Genau, was werden wir machen? Ich werde Ihnen einen ersten kurzen Überblick geben über einige rechtliche und steuerliche Grundlagen.
dann wird es wirklich auch nur ganz kurz im Überblick ein paar Aspekte geben von den Limited Partner-Led Transaktionen. Das waren sozusagen die traditionellen Secondaries, wo sozusagen ein Bestandsinvestor einen einzelnen Voranteil oder ein ganzes Portfolio verkaufen möchte. Und dann die zweite Hälfte wird sich mit den GP-Led-Transaktionen beschäftigen. Da haben wir schon viel gehört von Herrn Häusler. Und auch zu Bereich Marktentwicklung und Ausblick kann ich mich, glaube ich, relativ kurz halten, weil da Herr Häusler schon sehr viel abgedeckt hat. So, dann schauen wir mal, dass wir hier... Moment. Erstmal ganz kurz zum Überblick. Also, wir haben begrifflich ein wenig zu unterscheiden. Wir haben das jetzt ganze Fund Secondaries genannt. Das ist eigentlich das, was oberhalb der Fondsstruktur sich abspielt. Das sind sozusagen insbesondere die traditionellen LP-Led-Transaktionen, wo ein Bestandsinvestor, ein LP seinen Anteil verkaufen möchte an einem Fonds, findet einen Käufer und das Fondsmanagement, der General Partner, kommt eigentlich nur dann hinzu, wenn dann später beim Übertragungsvertrag auch die Zustimmung erforderlich ist des GPs. Deswegen nennt man diese Transaktion LP-Led im Gegensatz zu GP-Led, weil letztendlich die ganze Initiative vom Bestandsinvestor, dem Verkäufer, ausgeht. Und das Ganze, wie gesagt, spielt eigentlich oberhalb der Fondsstruktur, unterhalb, sagen die Assets des Fonds werden nicht bewegt. Und das ist sozusagen das, was man die traditionellen Secondaries nannte. Wenn man aber mit M&A-Kollegen redet, dann haben die eigentlich immer was anderes mit Secondaries gemeint. Damit war eigentlich gemeint eine besondere Form des Exits bei den Assets, die ein Fonds hält. Ja, man kann die Assets, die einzelnen Assets durch zum Beispiel ein IPO an die Börse bringen. Man kann sie an einen strategischen Investor verkaufen. Aber das, was man an Secondary nannte, war eigentlich der Verkauf von Portfoliounternehmen von einem Finanzinvestor, einem Private Equity Fonds, an einen anderen Finanzinvestor. Und das waren die Secondary Directs oder Direct Secondaries. Und das ging manchmal begrifflich durcheinander im Markt, weil die einen sich immer nur mit den Transaktionen beschäftigen und die anderen mit dem Fundraising. Und wir werden sehen, dass das inzwischen, muss man sagen, auch insbesondere bei den GP-Led-Transaktionen sich die Bereiche vermischen und es eine Mischung gibt aus oberhalb und unterhalb des Fonds Transaktionen. Wie gesagt, nochmal kurzer Überblick. LP-Led-Transaktionen vom Verkäufer ausgehend, das ist ganz klassisch einfach ein einzelner Voranteil oder ein ganzes Portfolio. Und aus Sicht des Fondsmanagers ist natürlich so, wenn ein Secondary-Käufer eintritt an die Stelle des bisherigen Investors, dann macht er sich ein bisschen Sorgen, ob er dauerhaft auch einen Investor hat für den Folgefonds. Und da ist es so, dass eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann, ein Staple Secondary ist. Das heißt, der GP kann eine Vereinbarung treffen mit dem eintretenden Investor, dass auch sozusagen ein Folgeinvestment des eintretenden Käufers bei einem Folgefonds stattfindet. Der zweite große Bereich, und den hat Herr Häusler von Adyen schon wunderbar schon eingeführt, ist der Bereich der GP-Led-Transaktionen, der wirklich seit 5 Jahren ungefähr verstärkt am Markt zu sehen ist und jetzt gerade in 2020 ungefähr 50% des Marktes ausgemacht hat. Da gibt es verschiedene Strukturen, die wir nachher noch näher kurz erläutern werden und die Herr Häusler auch schon teilweise vorgestellt hat. Kurzen Überblick über die Beteiligten. Das ist an sich einfach und vielleicht jedem klar. Wir haben das Fondsmanagement, den Fonds, das Fondsmanagement. Wir haben in der Regel einen Verkäufer, das ist bei vielen Transaktionen sagen die Bestandsinvestoren und wir haben einen Käufer, das sind insbesondere spezialisierte Secondary Player wie Adyen und andere spezialisierte Secondary Dachfonds, aber wir haben auch zunehmend in Anführungsstrichen normale institutionelle Investoren, die Anteile dazu kaufen und in dem Geschäft mitmischen. Und natürlich ganz wichtig sind die dritten, die Intermediäre, insbesondere die Placement Agents und Financial Advisor. Und in der Regel haben auch fast alle Beteiligten, die hier auf dem Bild zu sehen sind, eine rechtliche Beratung, und weil die Aufgaben einfach immer komplexer werden. Wenn wir jetzt zur nächsten Slide kommen, dann sehen wir, dass wenn Sie aus rechtlicher Sicht das Ganze sich anschauen wollen, rechtlich und steuerlich, dann findet wie bei allen Transaktionen, die es gibt, immer auch eine Due Diligence statt. Schwerpunkt sind es nur so bei LP-Led-Transaktionen die Prüfung der
der Fondsunterlagen, welche Zustimmungserfordernisse gibt es, welche Übertragungsvoraussetzungen gibt es. Und es gibt halt geschriebene Voraussetzungen und auch im Gesellschaftsvertrag zum Teil nicht vorgesehene Voraussetzungen, die aber im Rahmen des Ermessens des Fondsmanagers sind. Zum Beispiel die Frage, ob die Übertragung immer zu einem bestimmten Stichtag möglich ist, Quartalsende oder Monatsende. Insbesondere aus Sicht des Käufers ist es erforderlich, wichtig, die möglichen Risiken aus rechtlicher und steuerlicher Sicht zu finden, um zu verstehen, welche Risiken es gibt, wie groß sie sind und damit letztendlich auch gucken, kann man sie vertraglich adressieren oder ist das eine Sache, die letztendlich in den Kaufpreis mit einfließen muss als preisbildender Faktor. Und das sind insbesondere bei traditionellen LP Secondaries, also Verkauf von Voranteilen oder Portfolien, insbesondere Rückzahlungsverpflichtungen, die es nach der jeweiligen Vertragsdokumentation geben kann, also sogenannte Limit Partner Liability Givebacks, Clawbacks, aber auch Steuerrisiken und Fragen von Quellensteuern, UK Stamp Duty und ähnliches, das werden wir nachher noch ein bisschen uns näher anschauen. Natürlich gibt es auch, wie immer, Besonderheiten des jeweiligen Käufers zu berücksichtigen. Und das kann anders sein, wenn es eine Versicherung ist, die was kauft oder halt ein spezialisierter Sekundärdachfonds. Und ein wichtiger Punkt, in der Regel ist es nicht möglich, jedenfalls bei einfachen Transaktionen, dass der Erwerber einen Zeitraum bekommt. Es kann sein, dass man für spezielle Fragen im Aufsichtsrecht oder Steuerrecht Zeitraum bekommt. Aber man muss als Käufer zunächst erstmal damit rechnen, dass das Verhandlungssache ist und der Regelfall ist, dass diese Zeitalter nicht übergehen und dass man auch nicht große Möglichkeiten hat, Zeitalter zu verhandeln. Natürlich kann das je nach GP auch anders ausgehen. So. Ein wichtiger Punkt sind die, Moment, das war zu schnell, die Übertragungsvoraussetzungen. Das ist ein Schwerpunkt der Due Diligence, insbesondere bei Moment. Herr Brooks, vielleicht kann ich Sie bitten, dass Sie ein bisschen helfen, weil ich ehrlich gesagt ein bisschen hier. Ja, welche Seite? Slides. Noch eine zurück, bitte, genau. So? Noch eine weiter. Moment, eine weiter noch. Genau, das vielleicht nur ganz kurz, das werde ich jetzt hier in Tiefe auch gar nicht alles besprechen können, das sind die Übertragungsvoraussetzungen, da gibt es welche, wie gesagt, die normalerweise in der Fonddokumentation drin stehen und es gibt weitere Besonderheiten, die teilweise nicht in der Fonddokumentation drin stehen. Daneben kann es spezielle Besonderheiten geben, insbesondere Vorkaufsrechte, das ist eine Sache, die haben einige Fondsverträge, aber nicht jeder Fondsvertrag und es kann auch je nach Rechtsordnung nochmal besondere Anforderungen geben. Das muss man wirklich im Einzelfall gucken. Das ist halt Teil der Legal Due Diligence. Das ist jetzt vielleicht hier so als kleine Checkliste für Sie gedacht. Werde ich jetzt nicht in allen Einzelheiten besprechen können. Aber wichtig ist, man braucht immer die Zustimmung des Fondsmanagements. Ausnahme kann Einzelfälle bestehen, wenn es Affiliate-Transaktionen sind. Aber das sind eigentlich nicht das, was wir klassischerweise als Secondary-Transaktionen beschäftigen, sondern das wäre eher so eine Umstrukturierung des jeweiligen Investors. Jetzt können wir vielleicht auf die nächste Folie gehen. Dann nochmal ganz kurz im Überblick, was sind die wesentlichen Verträge. Das ist natürlich zuallererst der Fondsvertrag selbst. Der ist der Ausgangspunkt. Das ist in der Regel halt ein Limit Partnership Agreement. Dort sind die Übertragungsvoraussetzungen geregelt und auch etwaige Regeln zur Änderung des Gesellschaftsvertrages, was wichtig ist bei den GP-Land-Transaktionen, weil dort es dazu kommen kann, dass insbesondere die Fund-Economics nochmal verändert werden oder die Laufzeit des Fonds verändert wird. Das heißt, da muss man sehr genau schauen, welche Mehrheitserfordernisse etwa eine Änderung des LPAs voraussetzt. Dann gibt es eine ganze Reihe von Verträgen, insbesondere Vertraulichkeitsverträgen, Vereinbarungen, NDAs mit den potenziellen Bietern bei einem Auktionsverfahren, insbesondere bei LP-Led-Transaktionen oder sonstigen Transaktionen. In der Regel wird ein Placement Agent eingeschaltet, sei es vom General Partner bei den GP-Leds oder vom Verkäufer, dem Bestandsinvestor bei den LP-Leds. Dort wird es in der Regel Engagement Letter geben. Das sind alles Verträge, bei denen wir nur empfehlen, dass Sie auch anwaltlichen Rat hinzuziehen. Gibt es sowas wie ein Auktionsverfahren, sozusagen ein Bieterverfahren, dann wird es sowohl Vertraulichkeitsvereinbarungen mit den potenziellen Bietern geben, als auch in der Regel geben die dort dann Angebote ab in Form eines Letter of Intents.
in der Regel meist noch non-binding, dann binding. Wir kommen am Ende, jedenfalls bei den LP-Lets, immer dazu, dass es eine Art Kaufvertrag gibt. Das ist eine schuldrechtliche Vereinbarung. Dort ist dann als Vertragspartei der Käufer und der Verkäufer. Der General Partner ist in der Regel da nicht beteiligt. Und dann die dingliche Übertragung erfolgt mit Hilfe eines separaten Übertragungsvertrages, Abtretungsvertrages. Das ist das Transfer Agreement. Das kann entweder ausgestattet sein als dreiseitiger Vertrag, sozusagen, wie eine ehemalige Kollegin von mir sagte immer, das sei so ein bisschen wie eine gute katholische Ehe. Ich hoffe, ich trete da jetzt keinen mit auf den Schlips, aber es gibt das Paar und es gibt den Heiligen Geist. Und hier ist es so ein bisschen der Heilige Geist in der Form des General Partners, der neben Käufer und Verkäufer nach hinzukommt. In bestimmten Konstellationen, insbesondere bei UK Force, kann es sinnvoll sein, dass zur Vermeidung von Stamp Duty in UK der General Partner nicht Teil des eigentlichen Transfervertrages wird, sondern separat seine Zustimmung erteilt. Wie gesagt, Zeiter können in der Regel dazukommen, aber das ist eher die Ausnahme. Ein kurzer Überblick über das Bieterverfahren. Das ist so, dass, wie gesagt, das haben Sie nachher auch in der Slide, deswegen werde ich das nicht in allen Einzelheiten jetzt hier machen. Es gibt halt eine Zeitschiene, wo man vielleicht nochmal jetzt hier aufgrund dieser Präsentation ganz gut sehen kann, in welchem Schritt welche Dokumente relevant wären. Die blauen, blau markierten Unterlagen sind sozusagen die Verträge. Und Sie sehen, glaube ich, ganz gut von den Vorbereitungen des Verkäufers bis zum Zugang zum Datenraum, Abgabe der Angebote, erst non-binding LOIs, dann binding offers, wie langsam sozusagen sich der Auswahlprozess zusammensetzt. Und wenn man dann während die einzelnen Bieter ihre Due Diligence auch vornehmen. Und dann ist man dabei, dass man dann eine Aussage getroffen hat. In der Regel ist der erste Entwurf des Kaufvertrages erfolgt durch den Verkäufer. Es kann aber auch sein, dass mal ein Käufer ganz gerne seinen Vertrag, sein Mustervertrag verwenden möchte. Wir haben die verschiedenen Schritte hier aufgelistet. Es gibt als wichtigen Prozess das Signing, das ist sozusagen das Unterschreiben des Kaufvertrages. Daneben, wie gesagt, gibt es parallel dann ein bisschen nachgelagert die Verhandlungen zum Transfer Agreement mit dem General Partner. Dort kommt das Muster typischerweise vom Fonds Manager und am Ende gibt es das Closing, die Unterzeichnung des Transfer Agreements, die Zustimmung des General Partners zur Transaktion wird erteilt. Der Kaufpreis wird überwiesen. Bei Deferred Payments kann das auch gestreckt sein. Und ich glaube, Sie haben da einen ganz guten Überblick bekommen über diese LP-Transaktion. Vielleicht ganz kurz ein Punkt zum Kaufpreis. Viele von Ihnen kennen das vielleicht. Letztendlich ist es ja so, dass sowohl der Verkäufer bei normalen Fonds wenig zum eigentlichen Portfolio sagen kann, sondern abhängig ist von der Bewertung des General Partners. Deswegen werden diese auch in der Regel zugrunde gelegt. Man einigt sich auf einen Bewertungsstichtag, Reference Date. Das ist in der Regel das letzte Quartal oder das vorletzte Quartal. Und dann gibt es typischerweise halt Verhandlungen und je nach Marktsituation und Begehrlichkeiten auch etwa Zugang zu bestimmten schwer zugänglichen Fonds gibt es Discounts oder halt sogar in Einzelfällen auch Premiums, die es jedenfalls bei bestimmten Fonds immer mal wieder gab. Das ist letztendlich Verhandlungssache und das ist der Basiskaufpreis, den man dann ermittelt hat zum Bewertungsstichtag. Und da wir gesehen haben, dass bis dann tatsächlich das Eigentum übergeht, einige Zeit vergehen kann, gibt es einen angepassten finalen Kaufpreis zum Closing. Der ist bereinigt um Cashflow-Anpassungen, etwaige Kapitalinzahlungen in der Zwischenzeit seit dem Bewertungsstichtag erhöhen den Kaufpreis und etwaige Ausschüttungen verringern ihn. Wichtig ist, die Wertentwicklung des Portfolios auf Fondsebene wird dort nicht berücksichtigt. Das ist sozusagen eine reine Cashflow-Betrachtung. Man nimmt die Bewertung zum Bewertungsstichtag und es gibt auch keinerlei Verzinsung oder ähnliches. Das ist eigentlich der Klassiker, wie das läuft. Die Hauptverträge sind der Kaufvertrag und auf der nächsten Folie werden wir den Übertragungsvertrag sehen. Ich habe ihn hier mal aufgelistet und werde das jetzt nicht in aller Einzelheiten hier besprechen können mit Ihnen. Die Punkte, die normalerweise abgedeckt werden müssen in so einem Kaufvertrag.
da haben sich bestimmte Standards im Markt herausgebildet. Es ist aber so, dass bei allen Standards es niemals plain vanilla ist, sondern es sind immer Besonderheiten des Portfolios oder des Verkäufers zu berücksichtigen. Wenn Sie beispielsweise einen Tail-End-Fall haben, den Herr Häuser vorhin erwähnt hat, wo ein Dachfonds am Ende der Laufzeit sein Restportfolio verkaufen möchte, dann werden Sie sich natürlich fragen, ist es möglich, sind diese Zusicherungen, die von dem Verkäufer abgegeben werden, sind die überhaupt was wert, wenn der sich eigentlich in der Abwicklungsphase befindet und vielleicht in einem Jahr oder so gar nicht mehr existiert? Wie gehe ich damit um? Preise ich das ein? Gibt es jemanden, der eine Garantie abgeben kann? All diese Punkte sind zu berücksichtigen. Deswegen ist es aus Käufersicht sehr relevant, dass Sie Ihre Due Diligence machen, was den Vertragsgegenstand anbelangt, aber auch Ihre Counterparty, dass Sie die kennen und dann entsprechend abdecken. Ich habe Ihnen hier mal auf der rechten Seite ein paar Hot Topics aufgeführt, die also heutzutage typischerweise Gegenstand von Verhandlungen sind. Das sind etwa zum Beispiel diese erwähnten Deferred Payments, die dem Käufer eine IRR-Optimierung erlauben und zugleich auch erlauben, dass sozusagen der Kaufpreis sozusagen besser aussieht vielleicht, als er ist, was durchaus für manche Institutionen wichtig ist, dass sie auf dem Papier einen hohen Kaufpreis bekommen mit wenig Abschlag zum NAV. Durch das Deferred Payment kriegt der Käufer aber letztendlich einen de facto Kaufpreis, der eigentlich niedriger ist. Und das ermöglicht es aber vielen, dass man Transaktionen zustande kommt. Wir hatten in der Corona-Krise gesehen, dass es jedenfalls in den ersten Monaten von 2020 Bewertungsschwierigkeiten gab und Bid-Ask-Spread, die Verkäufer waren noch ein bisschen in der alten Welt, die Käufer haben gesagt, naja, es sind viele Unsicherheiten, wir müssen es irgendwie einpreisen. Und Earn-Out-Mechanismen sind eine gute Form, wie man auf der Zeitachse schaffen kann, bestimmte Chancen und Risiken einzupreisen und ermöglichen, sozusagen die unterschiedlichen Preisvorstellungen zueinander zu bringen. Ein Dauerbrenner, unabhängig von Corona, sind die LP-Giftbacks. Da geht es darum, dass Fondsverträge typischerweise zulassen, dass man bestimmte Rückforderungen haben kann. Also es ist Ausschüttungen, die in der Vergangenheit gemacht wurden, unter bestimmten Konstellationen zurückverlangt werden können vom Fondsmanagement. Und da sagen sich gerade die Käufer natürlich, soweit ich die Ausschüttung in der Vergangenheit nicht erhalten habe und sie auch nicht in anderer Weise eingepreist habe, in dieser Zwischenphase zwischen dem Bewertungsstichtag und dem tatsächlichen Closing-Zeitpunkt, habe ich von den Ausschüttungen nichts gehabt. Deswegen will ich als Käufer auch nicht das Risiko tragen, dass das zurückverlangt wird. Umgekehrt ist es so, dass die Verkäufer typischerweise einen Clean Cut wollen. Und in diesem Spannungsverhältnis muss man diese verhandeln. Da gibt es mehrere Wege, auch Kompromisse, wie man vielleicht dann am Ende sich einigt. Und das ist aber für jetzt ein Dauerbrenner bei klassischen, traditionellen LP-LED-Transaktionen. Man redet sonst ansonsten über Verjährungszeitpunkte, Haftungsschwellen, die Minimis und ähnliches, Obergrenzen. Ganz wichtig und zunehmend relevant seit 2018 insbesondere der Punkt Steuern. Es gibt auch nach deutschem Steuerrecht, wenn es deutsche Fonds sind, Themen, insbesondere was die Gewerbesteuer anbelangt. Da habe ich Ihnen mal einen Vorschlag mit dem Paragraphen 7 Satz 2 aufgeschrieben, die bei gewerblichen Fonds insbesondere zu bestimmten Problemen führen kann. Aber seit 2018, seit der Trumpschen Steuerreform, ist ein Punkt sehr wichtig, das sind ECI. Und dort ist es ein Quellensteuereinbehalt, den der Käufer vornehmen muss, wenn der Verkäufer ein Nicht-US-Investor ist und der Fonds aber Einkünfte aus den USA hat. Das ist nicht nur dann der Fall, wenn der Fonds selber in den USA sitzt, sondern auch potenziell, wenn ein Außer-US-Fonds, also der außerhalb sitzt, sei es in Cayman Islands oder vielleicht auch in Luxemburg, Investments in den USA tätigt und wo potenziell gewerbliche Einkünfte für US-Steuerzwecke, sogenannte ECI, Effectively Connected Income, auftreten kann. Und das werde ich, wie gesagt, hier in allen Einzelheiten nicht darstellen können. Es ist aber ein großes Thema. Und da, wo Ihre Alarmglocken immer klingeln müssten, wenn es irgendeine Form in US-Bezug gibt bei den Einkünften des Fonds und wenn der Verkäufer ein Nicht-US-Investor ist, ja, dann müssen Sie sich das näher anschauen als Käufer. Ein weiterer Punkt, der durch die Corona-Krise ein bisschen Bedeutung gewonnen hat, ist das Thema MAC-Klauseln. Wie gesagt, das nur sozusagen als Stichpunkt für Sie. Das Transfer Agreement ist in der Regel ein bisschen kürzer, es ist ein bisschen auch standardisierter. Es wird in der Regel vorgelegt vom General Partner. Das heißt, da ist es so, dass Käufer und Verkäufer vieles antizipieren müssen, bereits in ihrem Kaufvertrag
was General Partner da verlangen, insbesondere als Zusicherung oder ähnliches. Sie sehen hier auf der rechten Seite wieder die Hot Topics und ein Punkt, der letzte Punkt ist der Vorrang des Kaufvertrages. Das ist das, was Käufer und Verkäufer in ihrem Kaufvertrag regeln, dass der Kaufvertrag Vorrang haben soll, nur untereinander. Das kann sie natürlich nicht verbindlich für den Fondsmanager machen, aber sollte der Fondsmanager etwas anderes verlangen im Verhältnis Käufer-Verkäufer, dann etwa was Haftungsfragen anbelangt oder Kostentragung, dann gilt zwischen den beiden dann, obwohl der Vertrag nachträglich abgeschlossen wird, das Transfer Agreement, dass der Kaufvertrag Vorrang haben soll. In der Regel ist das auch ein Punkt, den Käufer und Verkäufer einbauen wollen in das Transfer Agreement. Das ist ein Punkt. Dann die Kostentragung. Die General Partner werden immer sagen, ich habe von diesen ganzen Transaktionen nicht. Der Verkäufer will aus dem Fonds raus. Ihr müsst unsere Kosten tragen und im Idealfall auch als Gesamtschuldner und nicht nur einzeln. Wie gesagt, Steuern spielen hier auch eine große Rolle. Jetzt, und da bleiben nicht mehr viele Minuten Zeit, aber es ist so, dass wir auch schon, muss man sagen, sehr, sehr viel abgedeckt haben in dem Vortrag von Herrn Häusler von Adyen, nämlich diese GP-Led-Transaktion. Ich habe Ihnen hier nochmal ein bisschen Besonderheiten aufgeführt aller Beteiligten, die General Partner, die Käufer und auch die Bestandsinvestoren, Aspekte, die sie berücksichtigen müssen. Der wichtigste Punkt ist aus Sicht des General Partners das Thema Interessenkonflikte. Und es ist so, dass man wahnsinnig viel Porzellan zerdeppern kann und Geschäftsbeziehungen kaputt machen kann, wenn man als Fondsmanager seine eigenen Interessen vor die seiner Investoren stellt. Ja, das kann nie gut sein. Ja, jeder weiß, dass auch Fondsmanager eigene Interessen haben, aber es muss so sein, dass immer das Interesse der Investoren Vorrang hat vor den Interessen des General Partners. Und die Besonderheit bei GP-Transaktionen, hatten wir ja gesehen, ist, dass sie initiiert werden vom General Partner und dass die Rolle des General Partners viel, viel größer ist als die bloße Zustimmung zu Transferverträgen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist die Bewertung. Und da der General Partner in der Regel auf beiden Seiten steht, wir werden gleich sehen, es gibt Fälle, wo dann ein weiteres Fondsvehikel errichtet wird. Das heißt, da ist es extrem wichtig, dass man die Bewertung richtig hinbekommt. Das kann etwa sein, dass man eine Fairness-Opinion von einem Placement-Agent bekommt. Man muss aber auch schauen, dass man insgesamt die Stimmung der Investoren versucht zu erfassen. Ein wichtiges Punkt, eine wichtige Möglichkeit, wie man das machen kann aus General Partner-Sicht, ist, dass man sehr frühzeitig versucht, den Kontakt zu seinen Investoren zu suchen, insbesondere auch zu seinem Investorenbeirat, dem LPAC. Und man braucht die Zustimmung, aber man braucht auch sehr viel sozusagen das Sentiment der Investoren, die grundsätzliche Stimmung, die muss man einschätzen. Eine wichtige Empfehlung auch von ILPA, der International Limited Partner Association, ist, dass man in der Regel versuchen sollte, auch eine Status Quo-Option zu bekommen für Investoren, die nicht aus dem Fonds raus wollen. Und am Ende natürlich letztendlich die Economics, aber es ist letztendlich der Umgang mit Interessenkonflikten, der über den Erfolg und Misserfolg einer GP-Led-Transaktion entscheidet. Ich habe Ihnen jetzt im Folgenden noch ein paar Übersichten gemacht. Ich glaube fast, dass wir das fast nur im Selbststudium machen können. Es ist nochmal ein bisschen der Versuch, verschiedene Strukturen aufzuzeichnen. Angefangen jetzt hier von den Tender-Offern, die Herr Häusler schon erwähnt hat. Ich glaube, Herr Häusler hat auch einen ganz guten Überblick schon gegeben über die verschiedenen Motivationen der Beteiligten. Ich habe Ihnen hier aus rechtlicher Sicht ein paar Aspekte dazu geschrieben, auch was die Interessenkonflikte anbelangt. Und Sie haben es jetzt vielleicht noch mal ein bisschen besser visualisiert und vielleicht im Zusammenhang mit den Slides auch von Herrn Häusler ergibt das für Sie dann doch ein komplettes Bild. Wie gesagt, Tender-Offer ist die einfachste Form. Das ist sozusagen eine traditionelle LP-Transaktion, nur nicht, dass das Ganze getrieben wird vom einzelnen Verkäufer, der raus möchte, sondern eigentlich vom GP und beziehungsweise von dem Käufer. Das ist letztendlich wie ein Public Offer, ein Tender-Offer, ein Angebot an alle Investoren zu einem bestimmten Kaufpreis den Anteil abzukaufen. Also nicht nur von einem Investor, sondern von einer ganzen Vielzahl von Investoren. Und das größte Risiko hat auch schon der Häusler vorhin erwähnt, ist das Pickup-Risiko. Wie viele Investoren beteiligen sich wirklich? Das ist halt immer eine große Unbekannte bei diesen Transaktionen. Und
Etwas komplexer ist dann der Bereich der Fundrestrukturierung. Das kann es in verschiedensten Formen geben. Ja, es kann sein, dass es ein separates Fondsvehikel gibt. Das ist der Asset Sale oder Tail End Sale. Es gibt auch Formen des Strip Sales, wo nicht die ganzen Assets übergehen, sondern nur ein Teil, 20% oder ähnliches. So gesehen ist es sehr, sehr schwer, GP-Led-Transaktionen wirklich zu vereinheitlichen und zu standardisieren, weil es sehr, sehr viele, je nach Portfolio, sehr, sehr viele einzelne Fälle gibt. Es ist auch denkbar, dass es nicht nur ein Portfolio ist, bestehend aus mehreren Transaktionen, sondern nur ein Single-Asset-Sale, also zum Beispiel hier Portfolio Unternehmen 1. Man sieht aber, dass die Strukturen komplexer werden und dann auch die Interessenkonflikte größer werden. Eine weitere Möglichkeit, die wichtig ist bei GP-Led-Transaktionen, ist die Möglichkeit, weiteres Kapital zuzufügen. Das kann sein, indem man das im Rahmen des bestehenden Fonds macht. Es kann aber auch sein, dass man ein Continuation-Vehikel macht, ein weiteres Vehikel und die Investoren praktisch, die weiterhin teilnehmen wollen, auf das nächste Vehikel gehen wollen und sollen. Es gibt verschiedene Ausgestaltungen. Auch hier, es wird langsam zunehmend komplexer. Es gibt verschiedene Erwägungen, was die Interessenkonflikte anbelangt. Das nur im Überblick für Sie aufgrund der Zeit. So, wir kommen ziemlich zum Ende. Wie gesagt, ich glaube, Herr Häuser hat schon einen guten Überblick gegeben über die Marktentwicklung Corona-Zeit. Ich werde ja nicht viel sagen. Ich habe, glaube ich, das deckt sich alles mit dem, was Herr Häusler auch schon vorhin vorgetragen hat. Vielleicht noch aus rechtlicher Sicht Ausblick in dieses Jahr. Es ist so, dass wir glauben, dass das Secondary sich weiterhin dynamisch entwickelt. Es ist so, dass es nicht nur volumenmäßig größer werden wird, sondern man sieht halt wirklich immer wieder neue Innovationen. Das sind Strip Sales beispielsweise. Wir haben die letzten zwei, drei Jahre verstärkt Preferred Equity Solutions gesehen, die ich hier jetzt nicht aufgrund der Zeit näher vorstellen konnte. Im Augenblick sehen wir sehr viel, dass SPACs in den USA, also Special Acquisition Companies, am Markt sozusagen auftreten und es ist denkbar, dass diese auch vielleicht künftig für bestimmte Transaktionen im Bereich der GP-Led-Transaktion verwendet werden können. Denkbar sicher auch mit Digitalisierung von Fondsanteilen, dass irgendwann Blockchain-basierte Transaktionsformen auftreten. Es gibt auch einzelne Börsen inzwischen, die so etwas handeln, wie Palico beispielsweise. Und also das heißt, der Bereich der Innovation nimmt zu aus unserer Sicht. Und wir glauben, dass der Anteil der GP-Leds weiter wachsen wird. Die Single-Asset-Transaktionen haben sehr viel Bedeutung gewonnen in 2020. Auch die wird man weiterhin sehen. Das ist sozusagen der Flight to Quality und das, die Möglichkeit, dass man zwar eine hohe Konzentration hat, aber zugleich sein Portfolio auch besser einschätzen kann. Und wir werden auch das sehen, was Herr Häusler beobachtet hat, dass immer mehr auch spezialisierte Secondary Fonds am Markt auftreten, die zum Beispiel nur für eine Asset-Klasse wie Real Estate oder Infrastruktur auf den Bereich sich spezialisiert haben und dort tätig sein werden. So, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehen jetzt auch mit Herrn Häusler zusammen für Fragen zur Verfügung. So, erstmal vielen Dank an die beiden Referenten für sehr, auch in die Tiefe gehende und sehr instruktive Vorträge zum Thema. Ich würde zunächst einmal noch zu unserem Survey zurückkommen. Dort wurden ja eben ja fast 30% der Teilnehmer von 30% der Teilnehmer gesagt, die Inhouse-Kapazitäten beziehungsweise Inhouse-Know-how fehlt. Ist das aus Ihrer Sicht unbegründete Sorge, die man hat? Welche Empfehlungen haben Sie für Investoren, die sich eben mit dem Thema auseinandersetzen wollen und aber eben jetzt hier zum einen eben befürchten, die internen Ressourcen reichen nicht aus, haben nicht genügend Know-how, beziehungsweise stehen unter Umständen auch vor der Herausforderung, dass Secondaries gar nicht im Anlagekatalog im Prinzip freigegeben sind? Vielleicht mache ich da einfach Werbung für Herrn Häusler. Also ich glaube, es ist so, dass es natürlich die Möglichkeit gibt, zum einen vielleicht erstmal anzufangen bei Fonds, wo man selber Bestandsinvestor ist. Also wenn ein Investor an einem direkten Fondsanteil hält und da ergibt sich die Möglichkeit, dass man rausgeht aus dem Fonds, dass ein anderer Investor raus will, dass man dem GP mitteilt, man hätte Interesse vielleicht, wenn es da die Möglichkeit gibt, einen Fondsanteil zu kaufen, dass man den erstmal kauft, weil man
den Fondsmanager kennt und vielleicht sich da wohlfühlt. Ansonsten, wie gesagt, die Werbung für spezialisierte Dachfondsanbieter wie Herrn Häusler, die Möglichkeit als Investor, sich an einem Dachfonds zu beteiligen, bei einer bestimmten Größe sicher auch, da kann Herr Häusler vielleicht auch was zu sagen, Managed-Account-Lösung, die dann individuell zugeschnitten ist auf die Bedürfnisse des Investors. Ja, also ich sag mal, dem würde ich mich anschließen. Also ich sag mal, Kapazitäten braucht man sicherlich, wenn man sagt, man möchte das Secondary-Geschäft selbst machen. Und das hatte ich ja aufgezeigt in meiner Präsentation, dass durchaus das Komplexitätsniveau von sehr einfach, wie Herr Martini das anspricht. Ne? Ich kaufe einen einzelnen Fondsanteil an einem Fonds, den ich gut kenne, wo ich die Beziehung habe. Ich glaube, das könnte man ganz gut abbilden, bis hin dann eben zu den sehr spezialisierten Bereichen und sehr komplexen Bereichen, wo es dann tatsächlich wahrscheinlich Sinn macht, auf die Expertise von einem sehr erfahrenen Secondary Investor zurückzugreifen, weil es da doch sehr viele Spezifika gibt, eben auf der rechtlichen Seite, auf der strukturellen Seite. Ich glaube, man braucht sehr gute Insights auch, was die Assets angeht, die Qualität der Assets, also diese zu bewerten, die richtige Struktur zu finden. Da wird es dann etwas komplexer, was auch gut ist. Das ist im Endeffekt, das ist unser Geschäft. Ja, okay. Mich würde dann auch noch interessieren, ich meine, Herr Häusler, Sie haben auch Ihre Private Markets Fokussierung ja eingangs kurz auch dargestellt. Aber wie verteilen sich Secondary-Transaktionen momentan, wenn man sich mal unterschiedliche Asset-Klassen anguckt, also Private Equity, Infrastruktur, aber auch Private Debt? Ja, also ich glaube, das trifft für uns zu, aber trifft insbesondere auch für den Markt zu. Also wenn man schaut, Secondary-Transaktionen im Bereich Private Equity, wie gesagt, gibt es seit etwa 20 Jahren und ich hatte ja auch die Entwicklung aufgezeigt, das ist, wenn man sich anschaut, von den Volumen mit Abstand, das größte Marktsegment. Und auch wenn ich jetzt schaue, wo ist unsere Aktivität volumensmäßig, dann ist da sicherlich ein Schwerpunkt, einfach weil der Markt tiefer ist. Auch, ich meine, wenn man sich den Primärmarkt anschaut, der Private Equity Primärmarkt ist einfach um Vielfaches nochmal größer als der Infrastruktur Sekundärmarkt. Infrastruktur, würde ich sagen, seit 5-6 Jahren im Kommen, eben auch getrieben durch die Tatsache, dass mehr und mehr Kapital in Infrastrukturfonds fließt und dann ergibt sich die ganz natürliche Entwicklung, dass ein Teil dessen irgendwann auch auf dem Sekundärmarkt landet. Und wir hatten anfangs quasi die Infrastruktur-Secondaries noch aus dem globalen Fonds heraus gemacht, haben dann aber irgendwann gesehen, dass der Dealflow, damals auch ohne, dass wir aktiv danach gesucht haben, doch so stark wurde, um da tatsächlich einen spezialisierten Fonds zu rechtfertigen. Und das sehen wir auch im Markt. Also ich meine, da etablieren sich mehr und mehr Spieler. Und ich sage mal, Private Debt, würde ich sagen, ist dann nochmal eine Stufe hinten dran. Das ist ein Thema, was sich jetzt gerade ergibt. Ja, und wo wir mehr Aktivität sehen in dem Bereich. Ja, aber eine Nachfrage direkt auch noch zu Private Debt. Sind Secondaries vielleicht für Investoren, die eben noch gar nicht so sehr in Private Debt investiert sind, eigentlich die ideale Gelegenheit, eben auch in etablierte Fonds und in existierende Projekte beziehungsweise länger laufende Projekte auch zu investieren? Ja, glaube ich schon. Also ich sag mal, das ist ja, trifft für Private Debt zu, aber auch natürlich für andere Asset-Klassen, weil der Vorteil des Secondaries ist ja, dass man sich relativ schnell ein diversifiziertes Portfolio aufbauen kann, eben die Möglichkeit auch hat, wenn man jetzt quasi einsteigt, die Vintages der vergangenen Jahre, die ja so auf dem Primärmarkt gar nicht mehr verfügbar sind, sich entsprechend ins Portfolio zu holen. Also deswegen denke ich schon, dass es für Investoren, die daran interessiert sind, sich hier eben ein Exposure aufzubauen, auch diversifiziertes Exposure aufzubauen, sich dem Thema über Secondaries zu nähern.
Jetzt, wir haben auch noch hier Fragen von Teilnehmern, aber eine, die ich kurz dazu unterbringen möchte, sehen Sie bei den unterschiedlichen Arten von Secondary-Transaktionen eben auch gewisse Muster beziehungsweise Typisierungen der Investoren, die jetzt verstärkt eben Secondaries machen wollen? Also auch von der Größe her, aber auch vielleicht vom Investorentyp? Sind wir jetzt auf der Käuferseite oder auf der... Ja, ja. Also auf der Käuferseite, klar, also wenn ich die Frage richtig verstehe, ist das tatsächlich die Segmentierung, ne, die glaube ich, Herr Mardini und ich auch angesprochen haben, dass man schon den Trend erkennt. Das und ich glaube, das ist natürlich in einem Markt, der eben sehr stark gewachsen ist und mittlerweile auch die Volumen bietet, um eben mehr Differenzierung, Spezialisierung auch zu erlauben, weil wir halt in den einzelnen Segmenten auch über den entsprechenden Dealflow verfügen und dass es da durchaus Spezialisierung gibt und also sagen, es gibt einzelne Käufer, die sind besonders affin, was die GP-Leds angeht, oder eher die Fondsportfolien oder eher die Tailend-Portfolien grundsätzlich. Also wir sehen hier spezialisierte Fonds, die aufkommen. Wir sehen aber auch dann eben in Abhängigkeit von dem Portfolio, wo das Portfolio des Secondary-Käufers sich befindet, dass es durchaus Sinn machen kann, in gewissen Phasen eher das eine oder eher das andere Element zu spielen. Mhm. Ich habe hier noch eine Frage, und zwar zur Dauer des Kauf- bzw. Verkaufsprozesses bei Secondaries. Haben Sie da, Durchschnittswerte bzw. auch Minimal- oder Höchstzahlen? Ich glaube, es ist wirklich abhängig von der Transaktion. Also wenn man jetzt einen Einzelfondsanteil nimmt, dann kann das im Einzelfall schon mal schnell sein, aber immer so viel schneller als 4 Wochen geht es kaum, weil es doch Vorlauf gibt. Es gibt Käufer und Verkäufer, die müssen sich irgendwie einigen. Es gibt den General Partner, der auch ein Transfer Agreement machen muss. Es gibt sicher einzelne Fälle, wo man es vielleicht mal 2 Wochen geschafft hat, aber das ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Ich glaube, irgendwo bei 4 bis 6 Wochen, glaube ich, sagen, für einen Einzelfondsanteil ist realistisch. Bei größeren, komplexeren Transaktionen sicher eher im Monatsbereich, 2, 3 Monate, je nachdem, wie groß die Transaktion ist. Bei den ganz großen Transaktionen, die Herr Häusler hat, wo praktisch mehrere 100 Voranteile da sind, wo zum Teil Co-Investments mit übertragen werden, Direct-Investments, ist es auch so, dass ich das, denke ich mal, auch über ein Jahr hinziehen kann. Ja? Und okay. Die GP-Led, weil man zum Beispiel nicht, da gibt es verschiedene Gründe auch für. Also es gibt zum Teil auch einzelne Fondsmanager, gerade US-Fonds, die sagen, das konnte ich kaum ansprechen, diese Publicly Traded Partnership Rules, da gibt es bestimmte Obergrenzen bei US-Fonds, was man überhaupt innerhalb eines Jahres übertragen kann. Und es kann sein, dass sie sagen, wir haben schon unser Volumen ausgeschöpft. Das heißt, die Transaktion kann gar nicht mehr in diesem Jahr stattfinden, sondern erst im nächsten Quartal Q1 vom Folgejahr. Und solche Faktoren, die dazu führen können, dass sich eine Transaktion verzögert. Okay, mit Blick auf die Zeit, eine Frage nehme ich noch hier. Und zwar, können Sie eine Indikation geben zu den Kosten, zum Beispiel Verkauf eines Fondsanteils? Und Annex Frage, hängt das auch von der jeweiligen Asset-Klasse ab? Ja, wenn man jetzt aus Sicht des Verkäufers sich das anschaut, sind das mehrere Kosten. Das kann sein, dass man Kosten hat, wenn man einen Placement Agent anstellt, der typischerweise dann auch vom Verkäufer getragen wird. Je nachdem, ja, wenn der, das kann man sich eventuell sparen, wenn man erstmal mit dem Fondsmanager redet und vielleicht sagt, ich würde gerne verkaufen. Hast du denn in petto vielleicht jemanden? Vielleicht gab es einen Bestandsinvestor, der Interesse bekundet hat, wenn ein Investor raus will, dass er das kaufen möchte. Oder kennst du andere Leute im Markt, die, auch wenn sie bislang noch nicht Bestandsinvestoren sind, die ihr Interesse gegeben haben, dann kann man eventuell vielleicht für eine Einzeltransaktion das ohne Placement Agent machen. Aber gerade bei etwas außergewöhnlichen Fondsanteilen kann es sein, dass man vielleicht dann tatsächlich ein Placement Agent benötigt oder wenn es gar ein Portfolio ist aus einer Mehrzahl von Fonds. Das heißt, die Kosten sind zu tragen. Da gibt es bestimmte Werte. Ich glaube, da hilft es am besten, wenn man mit mehreren Playern im Markt spricht. Die haben auch zum Teil ihre eigenen Sweet Spots, Transaktionen, die sie gerne
betreuen. Da gibt es sicher welche, die sich auf die großen Segmente spezialisiert haben, also die unter 50 Millionen Transaktionsvolumen gar nicht sozusagen aus dem Bett aufstehen, wie ein Supermodel mal in den 80er Jahren gesagt hat. Oder andere Player, die dankbar sind, auch sagen wir so im 10 bis 15 Millionen Volumen auch gerne Transaktionen betreuen. Dann gibt es die Rechtsberatungskosten. Das ist auch schwer zu sagen, weil das auch alles maßgeschneiderte Transaktionen sind. Am Ende sind das sicher Sachen, die man in Erstgesprächen mit den Beteiligten berücksichtigen muss und wo man gucken muss, ist das dann am Ende, kommt da ein Gesamtpreis raus? Das ist ja letztendlich auch ein Preis, ein Kaufpreis auch. Ist das noch, fühlt man sich dann noch wohl mit, die Transaktion zu machen oder nicht? Ja. Mhm. Um das doch ein bisschen konkreter zu machen, sind Sekundärmarkttransaktionen teurer als die Erst- oder Direktinvestments? Gibt es da irgendwie so eine Daumenregel, dass man sagt, ein Secondary kostet eigentlich etwas mehr als mein First- oder Direktinvestment? Das ist auch ehrlich gesagt schwer. Ich meine, ich sehe es bei unseren eigenen Mandanten, wenn wir einige Mandanten decken bestimmte Themen, zum Beispiel Steuern in-house ab. Ja, dann ist sozusagen der Umfang oder Prüfung der Marktterms, dann ist der Umfang auch abhängig davon, was wir jetzt sagen beim Primary Investment für die machen. Manche, wie gesagt, wollen nur zum Beispiel, dass wir auch vielleicht prüfen, ob das ein Fonds erwerbbar ist nach dem Investmentsteuergesetz, wenn es ein Spezialfonds ist oder nach der Anlageverordnung zum Beispiel. Ja? Wenn wir eine vollumfängliche Prüfung machen, kann das ja auch relativ teuer sein. So, wenn man einen Anteil kauft, dann sind grundsätzlich die gleichen Erwägungen erforderlich, weil man wird ja auch, man muss gucken, kann ich den Anteil erwerben, welche steuerlichen Folgen ergeben sich. Das heißt, man hat diese Sachen. Was sich verringert, ist, dass man kann nicht die Terms des Fonds neu verhandeln als Käufer. Ja? Das heißt, der German Partner wird sich bei einer klassischen traditionellen LP-Transaktion würde sagen, das ist der Fondsvertrag, du kannst da nichts ändern dran. Das ist anders als beim Primary Investment, wo man jedenfalls noch von dem ersten Closing sicher noch Einfluss nehmen kann auf die Vertragsbedingungen. Deswegen würde ich sagen, es ist jedenfalls nicht teurer als normalerweise ein Primary Investment. Der Komplexitätsgrad jetzt bei GP-Led, der ist schon groß, ja, und die Kosten entsprechend auch. Ein großer Prozess kann durchaus im sechsstelligen Betrag ausrufen jetzt. Also das wird dann ertragen bei GP-Led-Transaktionen von all den Beteiligten, nicht nur von dem einzelnen Käufer, aber also von sagen wir so, unterste Segment vielleicht 10, 15, 20.000 Euro bis hin zu 300.000 habe ich alle schon gesehen, je nach Komplexitätsgrad. Etwas humorvoll gesagt, die Berater verdienen immer dran. Ich würde jetzt zum Abschluss Ihnen beiden nochmal vielleicht eine Gelegenheit zum Abschlussstatement geben, vielleicht auch nochmal aus Ihrer Sicht so ein paar Key Takeaways zum Thema Secondaries, mit denen wir dann unsere zahlreichen Teilnehmer in die Mittagspause entlassen. Herr Häusler, fangen Sie gerne an. Gerne. Also ich für meinen Key Takeaways sind, glaube ich, dass der Secondary-Markt ein sehr spannender und dynamischer Markt ist. Ich glaube, der Markt das auch bewiesen hat im letzten Jahr, dass er trotz der Umstände sehr stabil und attraktiv ist und dass wir hier einfach langfristige Trends haben, die uns auch guten Grund zur Annahme geben, dass das weiterhin sondern dynamisches Umfeld sein wird, aber auch ein Umfeld, wo wir immer wieder Innovationen sehen werden, sowohl was die Underlyings angeht, die Assetklassen, als eben auch auf der Strukturierungsseite. Okay. Emma Dien. Aus meiner Sicht kann ich das also auch nur ergänzen, es ist ein extrem dynamischer Markt. Es ist keine Modewelle oder ähnliches. Der Primärmarkt wächst enorm und jedes Primärinvestment ist ein potenzieller Secondary-Investment. Und wenn man sich anschaut, wie hoch der Anteil der Secondaries ist, da sind wir je nach Berechnung so bei maximal 5-6% des Primärmarktes. Das heißt, da ist noch wahnsinnig viel Aufwärtspotenzial. Es ist ein extrem innovativer Bereich. Ich glaube, wenn ich die gesamte Asset-Klasse Private Alternative Investments ansehe, ist, glaube ich, der Sekundärmarkt der innovativste, wo man wirklich neue Strukturen sieht, wie ich es in keiner Form sonst in einem anderen Marktsegment gesehen habe. Da passiert wahnsinnig viel und Teil davon ist wirklich, dass der Markt noch relativ frisch, relativ neu ist. Und das wird auch, glaube ich, aus meiner Sicht anhalten. Deswegen, glaube ich, ist es ein gutes Investment, auch bei Firmen in die eigenen Kapazitäten in dem Bereich zu investieren, Fortbildung zu machen, Ähnliches und gute Berater zu haben natürlich.
Okay, also das ist doch ein gutes Schlussstatement. Also wir werden jedenfalls eben jetzt auch, wie jetzt schon durch unser Newsletter, dann auch unsere Themenschwerpunkte auf der Homepage mit vielen Materialien rund um das Thema Co-Investments, aber auch natürlich Secondaries, versuchen hier weiter Education zu machen. Wir halten das Thema hier im Auge und wir sehen es nämlich genauso. Die Nachfrage ist da. Wir haben es auch von den Investoren bestätigt bekommen. Deswegen an der Stelle nochmal herzlichen Dank und da haben wir, glaube ich, vielen heute wirklich einen sehr guten, breiten Input eben mit zum Thema geliefert. Und jetzt denken Sie dran, am 16. März unser nächstes Webinar zum Investmentsteuerreformgesetz Auslegungsschreiben, gerade mit Schwerpunkten auch auf die neuen Regelungen oder die veränderten Regelungen auch zu den Spezialinvestmentfonds. Spannendes Thema, auch viel Musik drin und in dem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt alle noch einen schönen Tag, schöne Mittagspause und wir sehen und sprechen uns bald wieder. Tschüss. Tschüss, vielen Dank, alles Gute.